Hallo ihr Lieben, ich bin der Max und das ist die Hanna. Und ich habe vor, nächstes Jahr auch bei Ninja Barrier mitzumachen. Und die Hanna ist eine richtig krasse Kletterin, hat aber bis jetzt wenig Ninja-Erfahrung. Deswegen zeige ich ihr heute hier im Stuntwerk Köln einmal, wie ich trainiere für sie. Und danach wird sie einmal einen ganzen Parcours durchlaufen. Auf geht's! Jetzt du! Probier mal, wenn du nach vorne schwenkst, nicht so hacken, sondern Beine wirklich in so eine Art Welle hochzuschieben, soweit du kannst, und auch mit den Armen dich nachzudrücken. Okay, also optimalerweise, das ist aber das Maximum, kommst du in eine komplette Senkrechte und kippst dann nach vorne runter. Aber das ist das Extrem, aber in die Richtung willst du. Okay. Oh, das Timing ist falsch. Ja, das war besser. Aber so nach oben. Aber das machst du auch nicht. Komm nochmal runter. Komm nochmal runter. Das machst du nicht, während du die ganze Zeit schwingst, sondern das machst du eigentlich nur beim allerersten Kicker. Also sobald du, wenn du Schwung generieren möchtest. Wenn du dann einfach nur weiter schwingst, dann willst du mit den Beinen, sobald du von hinten unter die Stange kommst, peitschen. Ja, und dann kriegst du Schwung nach oben. Beim nach vorne kommen. Genau, aber dann bist du jetzt mit den Schultern, so mit den Schultern unter der Stange geblieben. Die Schultern müssen auch nach da geschossen werden, okay? Ansonsten fällst du wieder zu sehr da rein und bremst dich auch wieder aus. Mhm. Dann versuch lieber ein bisschen tiefer, aber dafür mit den Schultern auch in die Richtung. Ja, besser, geil. Schön, nice, sehr gut. Und jetzt probier mal hinten nicht komplett ins Hohlkreuz zu gehen, also die Beine komplett so zu machen, sondern eher Spannung in den Bein halten und die Hüfte hochdrücken. Mhm. Und dann, wenn du runtergehst, klappst du die erst wieder zurück und dann kannst du ihn peitschen. Okay. Aber das Hohlkreuz nimmt quasi auch deinen Schwung raus, deswegen. Yes. Ja. Oh, das ist scary. Nächstes Ziel. Du kannst jetzt schon ein bisschen schwingen. Und jetzt hast du ein Ziel, hier zu landen. Entweder mit der Vorderfußhälfte. Und wenn das nicht geht, dann erstmal mit dem ganzen Fuß. So, dass er ungefähr mit der Kante hinten abschmeißt. Mit dem ganzen Fuß ist es leichter. Ja. Genau. Also, beziehungsweise, wenn du hier einfach auf die Matte schaffst, dann ist das schon gut. Wenn du es präzise schaffst, dann ist es besser. Ab jetzt, komm. Yes, super, geil, das war perfekt. Oh, okay, das war aber gar nicht gut. Aber dafür war die Technik vorher super gut. Jetzt, was du gerade nicht gemacht hast, dann hast du ja selbst gemerkt, du bist ins Hohlkreuz gekommen. Komplett, ne? Da ist es ganz wichtig, dass in dem Moment, wo du von der Stange weggehst, einen Impuls aus deinen Schultern gibst, sodass dein Oberkörper nachkommt. Probier das jetzt mal umzusetzen, damit du eine kontrollierte Flugphase hast. Und scheiße. Besser. Jetzt hast du dich sogar seitlich gefühlt. Das ist gut, um das Ziel immer im Auge zu behalten. Und du hast auch gesehen, dein Oberkörper kam nach. Ja. Und du kannst noch ein bisschen mehr reißen. Okay. Ja. Aber ist gut. Dann, Hanna, hast du schon mal den Five-Step gemacht? Nee. Das erste? Also doch, ich glaube so einmal mit dem Holz. Also ich meine, es ist nicht super schwer. Ich denke, du kriegst es direkt hin. Aber ich würde sagen, wir bauen das einmal auf und du übst es einmal. Und danach probieren wir ein paar komplexere Sprunghindernisse einzubauen. Mhm.
den Händen einfach oben immer abstützen. Und danach. Abstützen, aber nicht festhalten. Du kannst, ja, nee, also nicht so greifen, so drauflegen ist okay. Okay. Mit Händen? Mit Händen. Let's go. Hast du gemerkt, dass du die Hände nicht brauchst, ne? Ja. Also ich würde es jetzt einfach ganz locker nochmal ohne Hände machen. Ja. Und dann gleich einbeinig probieren. Mhm. Glaubst du, das geht auf einbeinig? Ja? Auf die Distanzen? Ja, also darüber ist immer ein bisschen schwierig. Ja, der ist weiter auf jeden Fall. Wenn du es jetzt einbeinig machst, lauf nicht diagonal an, komm einfach vor. Mhm. Damit die Beschleunigung gerade nach vorne geht und nicht in das erste. Okay. Auf geht's. Wow. Das sah besser aus als die beidbeinigen. Ja, es sah viel besser. Ein bisschen. Der letzte schöner ist bei, jetzt noch bei, machen. Ne? Ja, aber es geht. Voll klar. Boah, das sah mega gut aus, wirklich. Ich glaube, du kannst sogar in der Show einbeinig machen. Aber also da will man es nicht riskieren, genau. Probier noch ein bisschen tiefer dran zu greifen. Denn je höher du kommst, desto weiter wird die Distanz zwischen den einzelnen Schritten. Auf geht's. Yes. Geil, Hanna. Mega gut. Cool. Easy, das reicht. So, nächste Übung. Okay, bist du bereit? Bist du bereit? Was passiert? Du läufst jetzt in der Kurve an und willst ganz präzise hier auf der Endplattform landen. Du darfst was überspringen, wenn du willst, außer den ersten. Ja. Und willst halt da oben mit beiden Beinen landen. Okay. Nicht nur mit einem so, sondern beiden präzise auf der Plattform, okay? Ja. Soll ich dir einmal vormachen? Ja. Wenn du ganz gerade läufst, kannst du wegrutschen. Ja. Das willst du nicht. Ich habe zwar gesagt, du darfst anlaufen, wie du willst, aber ich würde vielleicht ein bisschen mehr von hier anlaufen. Dann ist der Winkel besser. Aber nicht ganz gleichzeitig. Das ist egal. So. Okay. Mach noch einmal und dann machst du alle drei. Mhm. Schön. Das war gut. Ja, das sieht wirklich nicht schwer bei dir aus. Ja. Machen wir weiter. Meinst du, wir können noch ein bisschen schwingen? Ja, vielleicht ein bisschen reinkommen, noch geht schon. Ja, dann würde ich probieren, dass wir an der Stange da schwingen und du auf dem Block landest. Mhm. Du merkst auch hier, der Unterschied ist, dass du fast spitz nach unten gehst. Ja. Wie so eine Art Pfeil und nicht so schwingst, peitschst, wie wenn du da hinten über, an den großen Stangen am Schwingen warst. Weit nach vorne gerade. Mhm. Und vergiss nicht, aus den Schultern zu reißen, weil du hast wieder volle Rückenlage. Ja. Okay? Was du aber auch machen kannst, ist, du kannst beim Loslassen deine Hüfte eher noch ein bisschen, also nicht so haben, sondern eher ein bisschen so und knicken, dass du wirklich gerade runter gehst und dann automatisch schon mit dem Oberkörper weit nach vorne bist. Ja, das ist leichter zu steuern. Genau. Yes, geil, das war gut. Und schön gelandet auch. Ich würde sagen, wir machen noch einmal ein bisschen weiter. Ja. Schön, mega gut gelandet. Vor allem First Try, geil. Okay, machen wir mal weiter mit der nächsten Übung. Okay, ich habe einen Ninja Warrior Lifehack für dich. Mhm. Und zwar, das Trampolin hat eine relativ große Fläche. Du willst jetzt, viele sagen die Mitte, anpeilen. Ich sag das Ende anpeilen. Erstens bist du dann schon näher an deinem Ziel. Ja. Und zweitens kriegst du auch da ziemlich guten Bounce. Also wirst du gut beschleunigt. Und genau das wirst du jetzt auch tun. Du wirst probieren,
die zweite Hälfte anzupeilen, okay? Mhm. Und dann kontrolliert in der Luft liegen, nicht anfangen mit allem zu zappeln und wieder präzise mit beiden Beinen landen. Wichtig ist auch noch, dass du relativ steil reingehst, nicht so, sondern wirklich ziemlich flach. Nicht steil, sondern flach, so meinst du das, genau. Weil dann wirst du vom Trampolin am meisten rauskatapultiert. Ja. Das habe ich vom Zirkusexperten René Cassel. Yes, cool. Ja, aber deine Flugphase ist schon kontrolliert, das ist schon mal ganz gut. Jetzt, nächstes Ziel auf dem Block. Lass dir mal noch ein bisschen, damit du auch hier noch landen kannst, wenn es nicht klappt. Mhm. Gerade bei jemandem wie dir würde ich sagen, ist das meiste, was du trainieren musst, Technik, aber vor allem auch dein Kopf. Weil du hast schon so eine krasse körperliche Fitness und bist den meisten damit voraus. Du hast nur die Angst bei vielen Dingen noch nicht überwunden. Und das machen wir jetzt auch, weil du wirst merken, es ist ein bisschen angsteinflößender, hier drauf zu springen, als erstmal nur hier drauf. Ja. Aber durchs Rantasten entwickelt dein Kopf den Mut und dann machst du das. Mhm. Okay? Yes. Let's go. Nice, nice. Yep. Das gehört genau dazu. Machen wir einfach weiter. Okay. Stehen bleiben, auf jeden Fall. Geil. Cool. Cool. So, jetzt noch einmal, damit es nicht nur Glück war. Der Lerneffekt. Der Lerneffekt. Dann, nächste Übung. Aufs Trampolin, dann mit den Händen an die Stange und dann einfach kurz abfangen und dann darfst du dich ablassen, weil da wollen wir gerade nicht viel mehr machen. Und wenn du das gut kannst, dann würde ich sagen, zieh mir das Trampolin gleich auch direkt nochmal ein bisschen weiter weg. Ja. Okay, ich mache einmal vor. Mhm. Mach den Abgang nicht so wild, okay? Okay. Du musst nicht so hoch ankommen. Es geht gerade wirklich nur mal darum, dass du vom Trampolin an die Stange kommst. Und bloß nicht so am letzten Finger die versuchen, die festzuhalten, damit du auf den Rücken klatschst. Ja. Locker. Okay, das ist zu leicht, ne? Ja. Geil, Anna, mega gut. Schiff gekriegt. Ja, ich hab's gesehen. Aber trotzdem gut, geil. Boah. Meinst du, ein bisschen mehr geht noch? Eigentlich schon. Ich meine, ich habe ja jetzt sogar eine Luft kurz gezögert. So. Pass auf, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, aber ohne die Stange. Sondern jetzt geht es erstmal wieder nur um Distanz. Und dann probieren wir gleich die Stange mit einzubauen, okay? Okay. Okay. Wenn, du kennst ja auch Sluddy. Und Sluddy ist meistens so, wenn wir trainieren. Philipp, Sluddy und ich, wir machen irgendwas. Und dann sagt Sluddy, hey, lass doch mal das ausprobieren. Und Philipp und ich sagen, das ist unmöglich. Das kann kein Mensch auf der Welt. Eine halbe Stunde später haben wir es alle drei gemacht. Sluddy einfach motiviert ist. Und genau mit sowas fängt es an. Nice, locker. Cool. Und zwar stellen wir den Block mal hier hin, hinter das Trampolin. Das heißt, du musst dich erstmal drehen an der Stange. Aber ich mache dir jetzt einmal vor, wie ich das meine. Ja. Und dann hier quasi hin. Aber du kannst auch viel langsamer machen. Und du musst auch nicht direkt nach dem 180 runter. Ich glaube, ich mache das auch mal einzeln. Und dann ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Auf geht's, komm mal. Locker. Kann man schocken, dann nochmal. So. Geil. Jetzt das Ganze mit dem Trampolin noch davor. Yes, locker. Und 180, komm mal. Schön. Geil, Hanna. Scheiße, nein, das war hässlich. Egal, nochmal. Das war schon so gut, geil. Jetzt habe ich das Ende verkackt. Aber locker. Ich glaube sogar, wenn wir das Trampolin andersrum hinstellen würden, und würdest du von der Stange locker aufs Trampolin kommen. Und dann wieder zurückspringen. Und dann wieder drauf. Und dann wieder zurück. Okay. Okay, komm. Auf geht's, Hanna.
geil. Okay. Ja. Ja. Schön. Geil. Nochmal. Okay, ihr Lieben. Wir machen jetzt eine Übung mit dem Reifen. Bei der Übung ist mir ganz wichtig, dass wenn ihr das mal nachmacht, macht es erstens besser nicht, und wenn ihr es doch machen wollt, dann bitte nehmt euch zwei Leute mindestens dazu, die euch sichern können, die euch beim Sturz auffallen können. Hannah und ich haben ein bisschen mehr Erfahrung, deswegen machen wir das jetzt nur zu zweit. Sie ist oben und ich sichere sie. Aber passt wirklich auf, okay? Wir starten hier oben, gehen auf den Reifen drauf, halten erstmal die seitliche Balance, aber auch die in der Rollrichtung. Und unser Ziel ist es, ohne den schwarzen Boden zu berühren, auf die graue Matte drüben zu kommen. Kommst du? Ja. Okay, Hannah, eine Sache, die wichtig ist, wenn du am Ende abspringst, ja, spring bitte nicht ab, wenn deine Füße noch hier sind. Mhm. Wenn, dann musst du dich nach vorne kippen lassen, sodass, wenn du dich abdrückst, der eh schon in die Rollrichtung geht und du wirklich dich von etwas abdrücken kannst, was nicht direkt wegknickt. Ja. Ja, und wenn du von hier zum Beispiel abspringst, wirst du merken, der Reifen rollt unter dir weg. Okay? Mhm. Okay, und versuch mal, ja, zu bremsen, genau. So, und jetzt machst du einfach mal so, wir lassen uns jetzt nach vorne überkippen und du kommst runter. Nur das, ja? Schön, Hannah. Immer die Hand weg. Jetzt, geil. Cool. Und ich würde sagen, wir probieren es nochmal ganz. Ja. Ja. Ja? Ja. Ja, Max, du spielst mit dem das Feuer. War, das war nicht der Hintergrund. Ich wollte einfach nur dumm sein. Nach vorne kannst du weg. Yes, geil. Geil. Mega cool. Cool. Schön. Was, was, was? Ja, geh mal weg, geh mal weg. Entschuldigung. Geh mal weg. Hannah, wie läuft's? Läuft richtig gut. Besser als gedacht. Ja, macht mega Bock. Bist du nächstes Jahr dabei? Auf jeden Fall. Dann hau ich die Jungs da weg. Den Max. Nein. Das Schwierige bei Ninja Warrior ist ja wirklich, dass du so viele Hindernisse hintereinander machen musst. Mhm. Gerade wenn du vom Hangar kommst und dann dich bei sowas ganz unterholen musst und nochmal voll durchatmen und konzentrieren musst, das ist das Schwierige daran. Ja. Und genau das üben wir jetzt. Ich stelle dir ein Parcours zusammen. Erst hangelst du ein bisschen, dann machst du Balance, dann springst du was und dann hangelst du vielleicht nochmal ein bisschen. Und du musst quasi wechseln zwischen Oberkörper, Unterkörper, Action und Konzentration, okay? Perfekt. Cool. Willst du nochmal üben? Nee, passt. Was machen wir jetzt? Ich designe jetzt einen Parcours für die liebe Hannah. Die ist so stark, deswegen wird es für mich sehr, sehr schwer, eine schwierige Herausforderung für sie zu finden. Aber ich bin ja auch ein bisschen geübt darin, deswegen denke ich, wir kriegen das hin. Auf geht's. Ja, abonniert, subscribed, ne, und liked, Daumen hoch. Wenn der Parcours gut ist. Wenn der Parcours gut ist. Also. Für mich gar nicht beobachtet, aber ich krieg's. Okay, ich hab was. Okay, wir machen jetzt Parcours-Einweisungen. Wir fangen vorne an und gehen einmal durch den ganzen Parcours. Und du hast nur einen Versuch, wie in der Show. Du hast jetzt den Vorteil, dass du vieles davon schon geübt hast, aber das wird trotzdem eine Herausforderung. Okay. Okay, Hannah, du fängst bei der Stange an, mit der wir eben schon geübt haben, landest auf dem blauen Kasten. Von da aus gehst du auf die Startplattform von unserem Ninja Frame, gehst die linke Bahn entlang. Also das Seil hoch, die Bretter entlang und dann die Ringe. Mhm. Landest auf der Endplattform. Ja? Von da aus musst du dich kurz wieder konzentrieren, gehst auf den Reifen und balancierst rüber zur grauen Matte. Okay? Mhm. Dann nimmst du wieder Anlauf aufs Trampolin, springst an die Stange, an die wir auch eben schon gesprungen sind, hangelst aber von da aus oder springst von da aus an die nächste Stange, ohne den Boden zu berühren.
gehst dann an die Stange, die rechts davon ist, im 90-Grad-Winkel quasi, und von da aus an die beiden Ringe. Mit den beiden Ringen gehst du über die etwas niedrigere Stange dort. Ja. Und dann machst du den 5-Step, beziehungsweise 3-Step, wieder auf die Plattform vom Ninja Frame. Okay? Ja. Von da aus gehst du runter, gehst wieder zu den Ringen, nimmst aber jetzt das Seil und kletterst das Seil so schnell du kannst bis oben hin, klopfst oben ab und damit hast du den Parcours geschafft. Okay. Okay? Yes. Schaffst du? Du hast einen Versuch. Komm mal. Ja. Yes. Yes, super, genau so. Nochmal, komm mal. Das reicht schon, komm mal. Yes, geil. Komm mal. Okay. Komm, es geht. Komm, es geht. Yes, super. Geil. Hallo ihr Lieben, hier wäre jetzt eigentlich der zweite Teil des Parcours. Allerdings gerade ist Folgendes passiert bei den Brettern und ich glaube, wir hören jetzt hier lieber auf, oder? Ja, wir übertreiben es nicht. Nee, genau, und das solltet ihr auch nicht. Trainiert wirklich mit Verantwortung und zwingt euch nicht zu sehr zum Schmerz. Und gerade bei sowas hört auf, das muss nicht sein. Aber ich hoffe, trotz der Verletzung hattest du Spaß. Ja, hat mega Bock gemacht. Wenn das wieder gut ist, auf jeden Fall nochmal. Cool. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken und kommentieren und, scheiße, abonnieren. Was sagt man da? Scheiße, ich habe noch nicht für YouTube.